Jahr waren wir so ganz viele Leute im Auto geholt von dem Busch brennen. Also, da sind als Ranger Rover, die zwischen 17 und 23 Jahren, die schon mit Zeit angefangen mit allem Planen. Und die mit Zeit angefangen haben, Tools zusammen zu sichern bei den verschiedenen Firmen, Paletten. Und die Leute haben also auch ganz viel Holzbrüche aus der Gemeinde. Wir haben eine wirklich ganz große Gruppe von Raro, das sind da über 20 Stück. Und du hast auch dann Blau bei Chevers von ihnen und bei Martin zusammen das Ganze organisiert wird. Aber für Essen und Getränke sind wir immer bei den Scouten gesucht. Und wir haben als ASBL von der Wahlregion als Scouten die alle aus Hölle bekommen. Und es sind als Mutterbesteller, die über 23 Jahre sind, die immer froh sind, wenn wir durchbrennen, weil da können sie die ganze Energie losgehen und da kommen sie als Hölle finden. Die Ambiance ist wirklich gut, das ist ziemlich anstrengend, aber alle Kollegen finden es richtig gut. Wir haben also ein Loch, wo dann die Fackeln dargestellt sind, wo auch viel Streu ist, weil es richtig gut überall brennt. Und auf allen Ecken sind Löcher, wo Luft durchbläst, weil es richtig gut verdient. Das Fest vom Buschbrennen kommt eben dadurch, dass der Winter soll verjot gehen. Und heute haben wir ja schon gemerkt, dass der Wand ein bisschen in den Paar geholt hat. Wir hoffen, dass es definitiv vor das. Das heißt, dass sie helfen. Und der Gebrauch ist ja auch, dass die leicht bestörte Koppel von dem Jahr hier drin auf dem Kurs mit ummischt. Und die Leute waren noch begeistert, sind auch mitgemacht, direkt wie wir sie gefroht haben. Wir sind im Juni 2013 an die Gemeinde gekommen, 20. Dezember bestört. Und dann haben wir dürfen den Hautbusch aufhängen, wie wir die letzte bestörte Koppel wären. Es hat uns viel Freude gemacht, wir hatten herrliche Bilder und die Scouten hatten uns wirklich einen ganz schönen Busch aufgerichtet. Herrlich, der Busch war herrlich, das aufgerichtet hat. Ich kann nicht mehr sagen, unsere Scouten, Felicitationen, sind ein flott Busch aufgerichtet, die flott brennt. Dann hoffe ich, dass wir eine flotte Jahr kriegen.